Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und natürlich herzlich willkommen zur diesjährigen Verleihung des Deutschen Kleinkunstpreises für das Jahr 1992 in den ganz verschiedenen Sparten Kabarett, Chanson, Lied, Musik und Kleinkunst, gestiftet 1971 vom Mainzer Forum Theater Unterhaus und zur Verleihung des Förderpreises, den die Stadt Mainz gestiftet hat. Es ist schön, Sie alle wieder zu sehen nach der langen preislosen Zeit, wie man immer in der Bundesliga sagt. Gesund und munter, wie ich hoffe, aufrecht, wohlhabend, unbestechlich. Kurz vergnügt. Ich möchte aber bei dieser Gelegenheit auch vielleicht ganz kurz an einen Mann erinnern, der sonst immer hier in den ersten Reihen mit uns dabei war, es leider nicht mehr tun kann. Einen Förderer, einen Kenner des deutschen Kabaretts, der deutschen Kleinkunst, lange Zeit beim SWF in Baden-Baden, lange Zeit beim ZDF hier in Mainz, unseren alten Freund Guy Walter. Ganz besonders möchte ich aber auch die bemerkenswerten Damen und Herren der Jury begrüßen, die sich ja vor einigen Wochen hier zusammen taten, um aus dem immensen Angebot der Künstler und Künstlerinnen schließlich ein hochkarätiges Aufgebot herauszusuchen und auch zu finden. Und nicht nur das, sondern auch dies mit trefflichen Formulierungen zu begründen. Das, Dankeschön, denn das ist oft nicht ganz einfach. Ich dagegen habe es wirklich viel leichter. Ich brauche die verschiedenen Statements im Verlauf des Abends jeweils nur vorzulesen. Hörfunk, Fernsehen sind natürlich auch dabei, wie Sie sehen. Wir hatten auch schon eine Generalprobe, die ist wunderbar verlaufen. So kann eigentlich jetzt bei dieser Live-Sendung nur alles schiefgehen. Übrigens, halten Sie schon mal Fernsehen in der Wohnung? Ich meine, das ist nur eine kleine Frage. Ich weiß es ja nicht. Also, ich lasse mich ja immer wieder breitschlagen. Es ist also, weil ich ja aggressiv gehemmt bin, das wissen Sie. Nein, haben Sie wirklich schon mal, also wenn nicht, soll ich Ihnen mal ein Team rüberschicken? Das ist, ich meine, die Leute sind nett, sie sind sehr nett, also zu nett, also da kann man wirklich gar nichts sagen. Obwohl man gleich beim Anruf am Telefon sagen sollte, also überall, meine Lieben, überall, auf dem Fußballplatz, im Schwimmbad, im Flugzeug, in der Südsee, überall, aber nicht bei mir in der Wohnung. Ja, sagen dann immer, weil es da doch privater und intimer wäre als in so einem kalten Studio. Das weiß ich nicht, sage ich dann, ob das bei mir privat und intimer ist. Ich meine, wie lange soll denn das Ganze dauern? Eine halbe Stunde, also anderthalb Stunden? Nein, auf keinen Fall. Ich sage, reden Sie doch kein Blech. Es ist doch wie in einer fremden Stadt. Wenn man da fragt, wie lange geht man da? 10 Minuten, das ist doch eine halbe Stunde dann meistens, nicht wahr? Und ich sage, wie heißt denn das Thema? Stetes Menschsein höhlt die Steinzeit. Aha, und wenn das möglich und dann möglichst etwas kabarettistisch aufgelockert, um die trockenen Beiträge etwas, also, nicht, Sie wissen schon, aha, stetes Menschsein höhlt die Steinzeit, genau. Also gut, das Team rückt an. Die Geräte gehen nicht alle in den Aufzug, es muss 4-mal gefahren werden. Ich hatte 2 Leute erwacht, es kommen 6. Hallo, guten Morgen, schönen Tag, nicht? Schön, dass Sie mitmachen. Ja, wie herrlich, wohnen Sie doch hier, Glück gehabt. Wie heißt die Kirche, Groß St. Martin? Haben Sie in dem Sofa eine Steckdose? Wir nehmen ihn vom Boden. Wir nehmen ihn am besten vom Boden. Also kann man die Uhr anhalten? Lieber nicht, weil dann geht sie nicht mehr. Dann geht's nicht. Sie können ja die Kirchenglocken auch nicht abstellen. Wir gehen auf den Balkon und nehmen ihn durchs Küchenfenster. Im Hintergrund dann die Kirche. Wir machen das Ganze übrigens 2-mal. Einmal ganz durch und dann mit Zwischenschnitten. Oder wir setzen ihn an die Orgel, ganz was Neues, und gehen dann von den Tasten aus. Hol doch mal ein Stativ, ich klingel dann wieder. Ist okay. Bei der Orgel müssen wir den Schrank etwas abrücken. Ist kein Problem. Roll mal den Teppich ein und stell den Glastisch hier rüber. Die Lanke kann man doch runterziehen. Ja, die Bilder müssen weg, raus. Die Bilder müssen ganz raus. Das ist mir zu idyllisch, das ist mir viel zu langweilig. Die Bilder alle raus. Wie wär's denn da auf der Couch? Einfach so in der Mitte. Die Couch muss aber schräg auf den Balkon stellen. Also doch mit Kirche. Auf der Couch mit Kirche auf dem Balkon. Quatsch, schieb doch mal den Teewagen hier hin. Dann das Bücherregal mehr nach links. So, und jetzt nimm mal die Stehlampe da weg und stell die Vitrine quer. Dann haben wir es. Ich würde es Ihnen ausmachen, wenn wir aus dem Regal alle Bücher raus. Und Sie legen sich dann quer in ein Fach. Also ganz leger, so als homme de lettres, nicht wahr? Das könnte für unser Thema, wir fangen total an, nicht wahr? Kommen dann immer näher, sodass wir sie am Schluss ganz groß haben. Da dürfen sie nicht wackeln. Also vielleicht nur noch die Augen bringen und das Regal gar nicht mehr zu sehen ist. Sondern nur noch der Mensch. Stetes Menschsein höhlt die Steinzeit, ja. Ja, dann habe ich mich also in das Regalfach gelegt, nicht wahr? Aber der Film ist Gott sei Dank nicht gesendet worden. Jedenfalls, so ist es aber. Wissen Sie, wir Kabarettisten sind ja nicht unter uns eigentlich so wahnsinnig darauf aus, unbedingt herauszukriegen, wer nun der Schönste, der Trefflichste, der Feinste, der Aktuellste, der Schnellste, der Politischste, der Provokanteste, der Humorigste, der Satirischste, der Komischste und so weiter ist. Aber ein Preis scheint mir
doch zur richtigen Zeit zu kommen, weil ich doch denke, dass der zurzeit respektabelste deutsche Kabarettist damit ausgezeichnet wird. Nämlich den Deutschen Kleinkunstpreis 1992 in der Spachtel Kabarett erhält Richard Rogler. Die Jury zeichnet damit einen Künstler aus, der nach seinem ersten atemberaubenden Solokabarett Freiheit aushalten, für das er 1987 den Förderpreis erhielt, im grandiosen Finish seinen kabarettistischen Röntgenblick auf die Stimmung im Lande noch verschärft. Gnadenlos porträtiert, karikiert, skizziert und desavouiert es unsere aberwitzig normale Gesellschaft. Satirista Rogler startet einen finalen Rundumschlag voll ätzender Bosheit und brachialer Komik. Der Spiegel sagt, kein Karikatur... Na, was ist denn? Der Spiegel sagt. Gut, also... ich kann es auch nicht ändern. So, nicht? Das habe ich selbst geschrieben und kann es nicht lesen. Wo kommen wir denn dahin? Karikaturenkabarett. Karikaturenkabarett. Der Spiegel sagt, kein Karikaturenkabarett, nicht wahr? Hier, ich habe mich versprochen, aber du kommst gleich dran. Jedenfalls... sondern eine zum Lachen traurige Bestandsaufnahme. Das System ist krank, aber es funktioniert. Solche Lehrsätze, die im Kabarett meist mit dem leicht infantilen Stolz des freundensicheren Weltverbesserers vorgetragen werden, erledigt Rogler im Nuschelnden nebenbei. Charme und Menschendarstellung entstehen aus der Untertreibung. Rogler arbeitet, indem er fast nichts tut, keine wildfuchtenden Gästen, kein Grimassieren und, wenn ich mit Verlaub noch hinzufügen darf, auch keine Reich-Ranitzky-Parodie. Dankeschön, Richard Rogler. Auf keinem Flughafen wird man so betatscht wie in München. Man betritt die Schalterhalle taufrisch und kommt völlig abgegriffen in die Abflughalle da rein. Einmal in München gewesen, man hat das Gefühl, man ist gebraucht. Dauernd fummelt einer mit seinen Second-Hand-Fingern an einem rum. Moment, müssen wir langsam mal gut hier. Schon mal was von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gehört. Wo's? Wenn schon, dann bitte wo's. Immer nur in Verbindung mit bitte. Ja, schon mal gehört das Wörtchen bitte? Wo's? Ja, ist schon gut, ja. Im Grunde schon wieder kurz vor der Schlägerei. Naja, vergessen wir das. Jetzt bin ich erst mal froh, dass ich wieder bei mir zu Hause in Köln bin. Da geht das merkwürdigerweise ganz anders. Haben Sie Waffen bei sich? Ja, wie immer. Wäre. Und? Waffenschein auch bei? Ja, wollen Sie ihn sehen? Nehmen Sie das an, glaube ich, in der Judenfluch. Alle. So kann man doch einigermaßen zusammenarbeiten. Nicht? Geht doch, wenn man will, nicht? Kamphausen, ja, was ist denn los? Kamphausen, wie ist die Moral? Welche Moral? Na, welche Moral? Frag doch nicht so blöd. Gibt doch nur eine, die Moral. Die Moral, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, wie soll sie schon sein? Sowas mache ich eigentlich immer öfter. Stelle mir zwischendurch einfach mal selbst Fragen, nur um zu sehen, wie ich noch drauf reagiere. Ne? Obwohl die Frage mit der Moral, das gebe ich zu, die ist jetzt nicht von mir. Die ist von der Karin. Die Karin ist meine, ja Gott, wie sagt man das jetzt? Lebenspartnerin, nein, das Wort gefällt mir nicht so gut. Geliebte, ja, nein, trifft die Sache auch nicht mehr ganz. Freundin, ja, Freundin könnte man auch am ersten sagen, ja, das ist ganz gut ausgedrückt. Das kommt der Sache noch am nächsten, ja. Kamphausen, ja, was ist denn schon wieder los? Kamphausen, weißt du eigentlich noch, was Liebe ist? Nun ist aber Schluss hier mit dieser blöden Fragerei, was soll das denn? Das ist der Schöne an dem Spiel, ich kann das Gespräch ja dann doch selbst abbrechen, wann ich möchte, ne? Ich will mich jetzt hier nicht unnötig vorzeitig festlegen, aber die Grundstimmung im Inneren des Landes ist momentan nicht gut, gar nicht gut. Das hat aber jetzt mit schlechter Laune überhaupt nichts zu tun, weil für schlechte Laune bin ich ja immer gut zu haben. Ich bin sogar für das Grundrecht auf schlechte Laune. Nein, es herrscht die ständige Ruhe vor dem Sturm. In jedem Moment kann es zu einer Schlägerei kommen. Überall, völlig unerwartet. Wie lange halten die inneren Sicherheitsventile noch? Hilflos blicken alle Richtung TÜV. Aber der hat die Verantwortung längst abgelehnt. Kamphausen jetzt ja nicht schlapp machen, sonst reißt's ab. Wer bei einer Bergwanderung im falschen Moment eine Pause einlegt, der kriegt den Arsch nicht mehr hoch.
und der Gipfel entschwindet in unerreichbare Ferne. Also den toten Punkt überwinden und dann rechtzeitig zum Endspurt ansetzen. Aber wo ist das Ziel? Haben wir es vielleicht schon hinter uns? Haben wir vielleicht die Ziellinie schon längst überschritten? Na gut, dann heißt es eben von Neuem durchstarten. Aber wie lange reicht die Kraft noch? Wir wissen doch alle schon längst, besser wird's nicht mehr. Demnach ist die einzig entscheidende Frage, wer baut zuerst ab? Der ist allerdings fällig, den erwischt's. Also den Standard sichern, das Erreichte konservieren, drauf damit auf die Festplatte, doppelten Sicherheitsspeicher anlegen. Kamphausen, ja, was ist denn schon wieder los hier? Kamphausen, weißt du eigentlich noch, was Treue ist? Treue? Na, das ist doch jetzt einfach. Da lache ich doch drüber. Treue, Treue. Blöde Frage. Treue ist Treue, Treue. Das weiß doch jeder. Treue, Dings, Moment, Treue. Augenblick, unter welchem Dateinamen habe ich das seinerzeit abgelegt? Jetzt komme ich im Moment nicht drauf. Kannst du mich später nochmal fragen? Ja, okay, mache ich. Ja, danke fürs Verständnis. Weiß gar nicht, was los ist. Bin so nervös, habe das dumpfe Gefühl, irgendwas läuft im Moment total genial an mir vorbei hier. Ja, ich bin's, Karin. Es ist jetzt 19 Uhr, mein lieber Kamphausen. Ich will dich nur noch mal an den Termin morgen früh um 10 erinnern. Teutoburger Straße 36, dritter Stock. Tschüss. Teutoburger Straße 36, dritter Stock. Ach, du lieber Gott. Das war jetzt vor genau 5 Tagen. Wohnungsbesichtigungstermin. So, jetzt ist diese Wohnung auch wieder futsch. Karin, das tut mir leid, mein Gott, ich weiß ja gar nicht, wo ich die letzten 5 Tage war. Ich konnte mich gar nicht mehr von ihr verabschieden, weil heutzutage immer alles so schnell gehen muss. Ich habe zwar zwischendurch noch öfter mal versucht, sie telefonisch zu erwischen, aber es ist auch nicht ganz so einfach. Ha, jetzt wieder dieser verdammte Anrufbeantworter. Nervengerät, könnte ich mich aufregen über sowas. Ja, mach, ich kenne den Text auswendig. Furchtbar ist das, eine geistige Beleidigung. So, jetzt, Karin, schon scheiße, jetzt nimm dir bitte alles auf. Karin, das Scheiße, das bezog sich natürlich jetzt nicht auf dich. Ich wollte sagen, liebe Karin, also der Text vorher ist gestrichen, es beginnt jetzt offiziell. Liebe Karin, ach du liebe Gott. Ich wollte nur sagen, ich bin's, Kamphausen, das ist soweit klar. Und ich war ein bisschen unterwegs, bin aber jetzt wieder zurück, das ist auch soweit in Ordnung. Was wollte ich jetzt sagen? Ich bin's, Kamphausen, habe ich schon mal gesagt. Genau, deshalb rufe ich überhaupt an, rufe mich gegebenenfalls, Quatsch, nichts gegebenenfalls, sowas Blödes, Karin, liebe Karin, das gegebenenfalls ist auch gestrichen, Blödsinn gegebenenfalls, rufe mich, na, wie heißt jetzt, Dings, na, bitte, genau, bitte, bitte mal zurück, also wie gesagt, das war jetzt Kamphausen, das heißt, ich bin es immer noch und wir haben jetzt irgendwie so am Abend, ja, kannst du dir vorstellen, irgendwie halt abends rum, ja? Also wie gesagt, das war jetzt ich und falls ich jetzt nicht anrufe, dann kannst du vorher, oder wenn du nicht anrufst, dann rufe ich halt nochmal an oder vielleicht rufst du vorher an, aber dann aber auch nochmal anrufen oder vielleicht rufst du dann an. Bis man da drüben im Osten auch meine Telefonzelle erwischt, die dann auch noch funktioniert. Wenn eine Schlaue ist, kauft er sich doch noch ein paar Brieftauben, das haut doch nie hin. Außerdem, ich saß ja dauernd im Flugzeug oder im Zug, hätte ich gar nicht anrufen können. Von Köln bin ich rüber nach Leipzig, von Leipzig zurück nach Schossenreuth, von Schossenreuth dann runter nach München, heute wieder von München zurück nach Köln. 5 Tage war ich jetzt unterwegs, nur Ärger. Aber das gebe ich zu, das kann sein, das liegt vielleicht auch ein bisschen an mir persönlich. Ich bin noch nie gerne gereist, muss ich sagen. Verreist schon gleich gar nicht. Das ist für mich das Allerschlimmste. Vor Jahren war ich einmal in Bombay, mache ich nie wieder so einen Quatsch. Aber da war der Dietmar dran schuld, der Dietmar, das ist mein Steuerberater. Er hat immer so komische Tipps, der Kerl. Kamphausen, Kamphausen, warst du schon mal in Bombay? Da gibt es im Moment billige Flüge. Ich fliege nach Bombay rüber. Sitze 14 Tage in Bombay rum. In der Zeit lief in Köln alles total genial an mir vorbei. Alle Bombayaner haben mich fassungslos angestarrt. Was wollen Sie denn hier in Bombay? Tja, ich wusste gar nicht, was ich darauf sagen soll. Was will ich in Bombay? Ich meine, das nützt doch dem Bombayaner auch nichts mehr, wenn ich jetzt auch nur da drüben in Bombay rumsitze. Außerdem, der Bombayaner merkt es doch teilweise gar nicht, dass ich in Bombay bin. Außer dem Hotelportier und mir wusste kein Mensch, dass ich in Bombay war. Vollkommen sinnlose Aktion. Mach ich nie wieder sowas. Seitdem schaue ich mir fremde Länder und Sitten lieber ein bisschen aus der Distanz an. Im Fernsehen sieht man mehr. Noch lieber allerdings sehe ich im Moment Tierfilme. Die beruhigen mich so. Ich weiß auch nicht genau, warum. Den ganzen Tag könnte ich mir Tierfilme reinhauen. Wahrscheinlich, weil die Tiere den Menschen sozial überlegen sind. Zumindest den Deutschen im Moment. Das wäre vielleicht sogar meine Möglichkeit, dass man die ganzen Glatzköpfe als erste Vorwarnung erstmal ins Tierheim einsperrt. Kommt billig aus das Gefängnis und da wird schon auffallen. Dagegen wäre in der Nachbarbox der deutsche Schäferhund ein kulturelles Weltereignis.
Kennen Sie den Film mit der Flusspferdkuh? Wo die Flusspferdkuh mit dem fremden Neugeborenen 100 Kilometer zu einem Wasserloch hinläuft? Als Flusspferdkuh. Läuft die mit einem fremden Neugeborenen. 100 Kilometer zu einem Wasserloch. Zu Fuß, als Flusspferdkuh. Wenn Sie wissen, wer eine Flusspferdkuh läuft, dann werden Sie schon beim Zuschauen nervös. Ja? Jetzt läuft die 100 Kilometer zu einem Wasserloch mit einem fremden Neugeborenen. Als Flusspferdkuh. Unglaublich, würde kein Mensch machen sowas. Oder aus der Serie Allein in weißer Wüste, der Schneefuchs in Alaska. Kennen Sie den? Das ist mein Lieblingsfilm, habe ich auf Endloskassette. Der Schneefuchs in Alaska, der kann bis zu 12 Junge kriegen, als Schneefuchs. Kleine Schneefüchse, so kleine Wollknäuel. Herrlich, der hüpft übers Eis da drüber, wunderbar. 12 Stück als Schneefuchs. Unglaublich, würde kein Mensch machen sowas. Tja, und wann komme ich schon mal nach Alaska, nicht? Und da gucke ich dann so und denke mir, na, Schneefuchs, ja? Alter Kumpel, pass gut auf dich auf, sonst gibt's dich auch bald nicht mehr. Naja, Gott, mir kann's relativ egal sein. Vielleicht überlebt nämlich ja der Schneefuchs. Ich gehe stramm auf die 50 zu, ich erlebe wahrscheinlich nicht mehr, was aus dem Schneefuchs wird. Aber ein Tier betrügt dich nie. Immer treu. Schwäne, unzertrennlich, bleiben mein ganzes Leben lang zusammen. Ist unglaublich, würde kein Mensch machen sowas. Ja, es wäre ein Beruf für mich gewesen, Tierfilmer. Auch an mir vorbeigelaufen. Mensch, wo ist denn diese Pfeife hier? Seit Wochen versuche ich den Redakteur von der Fernsehvorabendunterhaltung zu erwischen. Dem habe ich vor, ach, länger ist das her, ein wunderbares Exposé für eine 26-teilige Fernsehserie geschickt. Immer noch kein Vertrag. Aber das dumme Gefühl, der läuft schon mit irgendwas total an mir vorbei hier. Ach, ich bin im Moment noch gar nicht gut beieinander. Aber ich muss erst mal reinkommen wieder. Es legt sich auch bei mir auch gleich wieder erfahrungsgemäß. Das hängt wahrscheinlich auch mit dem heutigen Begräbnis zusammen. Das war nicht schön heute Nachmittag. Ich habe heute Nachmittag einen alten Schulfreund unter die Erde bringen müssen. Den Hans. Hans Ruckdäschel, den kennen Sie jetzt wahrscheinlich nicht. Obwohl, das will ich gar nicht mal behaupten. Vielleicht den Biertrinkern könnte der Name Ruckdäschel schon mal untergekommen sein. Schon mal gehört? Privatbrauerei Ruckdäschel. Ruckdäschel Edelhell. Fein, herbwürziges Pilsner. Aus Schossenreuth. Die Resel kommt aus Konnersreuth, das beste Bier aus Schossenreuth. Fallerie, Fallerie, Falleruck, da vielleicht noch so aus der Rundfunkwerbung schon mal gehört, im Autoradio oder was? Text und Melodie sind von mir, habe ich seinerzeit für meinen alten Schulfreund Hans Ruckdäschel gemacht, kam gut an bei den Trinkern. Aber der Bundestagsabgeordnete Hans Ruckdäschel, der müsste jetzt zumindest den CSU-Sympathisanten einwickelt sein. Haben Sie nicht gehört? Hans Ruckdäschel. Das interessieren Sie jetzt gar nicht für Politik, das wird nicht einfach heute Abend, das sage ich gleich, wenn das so weitergeht. Hans Ruckdäschel, der saß 17 Jahre für die CSU im Westdeutschen Bundestag, wie er sich immer ausgedrückt hat. Hans Ruckdäschel, ein entschiedener Kämpfer für das Reinheitsgebot deutscher Wurst und deutschen Bieres. Ein Erzfeind des Tempolimits und der Promillegrenze. Ja, das Leben vom Hans Ruckdäschel ist an sich sehr linear verlaufen. Ich meine, als Sohn eines Brauereibesitzers gibt es ja an sich nur eins. Abitur machen, dann runter nach Weihenstephan, drauf auf die Brauuniversität, Diplom, Brauingenieur ablegen, 8 Semester Volkswirtschaft drüber knallen und dann möglichst schnell ab nach Bonn in die Politik. Geht praktisch gar nicht anders, wenn man es so sieht. Obwohl, ich muss eins sagen, aus der Politik hat sich der Hans Ruckdäschel konsequent rausgehalten. Das muss ich allerdings sagen. Ja. Der lebte nach dem eisernen Grundsatz, betrete den Plenarsaal nur im äußersten Notfall. Und ich rase heute über den Münchner Westfriedhof. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie den kennen, das ist ein riesiger Friedhof. Da haben sich schon einige verirrt und haben nicht mehr rausgefunden. Da liegen überall noch so undefinierbare Skelettreste rum. Ein ganz furchtbarer Laden. Ich habe schon Panik bekommen, ich wollte abhauen, es wurde langsam finster. Da sehe ich Gott sei Dank vorne an einem offenen Grab einen anderen Schulfreund, Gerd Hechtfischer, rumstehen. Jetzt wusste ich, aha, hier bist du richtig, das ist dein Begräbnis. Ja, der Hans Ruckdäschel, der Gerd Hechtfischer und ich, wir saßen praktisch auf einer Schulbank. Gerd Hechtfischer, den kennen Sie jetzt wahrscheinlich mal nicht. Obwohl, das will ich auch nicht mal behaupten. Zumindest den SPD-Wählern müsste jetzt der Name Hechtfischer schon mal untergekommen sein. Auch noch nicht gehört? Gerd Hechtfischer. Na, Sie müssen doch wissen, wer da in Bonn sitzt. Gibt's da nicht. Bestellen Sie sich mal bei der Pressestelle das Bundestagshandbuch. Gibt's umsonst. Stehen Sie alle drin mit Foto. Können Sie ein schönes Ratespiel machen, was in der Biografie getürkt ist und was nicht. Wunderbar. Ich arbeite jeden Abend drei durch. Ich habe früher die Bibel gelesen, jetzt lese ich das Bundestagshandbuch. Spannend, haben Sie das. Gerd Hechtfischer. SPD-Bundestagsabgeordneter aus Bergkamen. Das Leben vom Hechtfisch ist an sich auch sehr linear verlaufen. Ich meine,
Jetzt muss man nur eines wissen, der Hechtfischer hat im Unterschied zum Ruckdeckel und zu mir nur mittlere Reife und ich meine, mit mittlerer Reife läuft er heutzutage karrieremäßig in der Regel relativ wenig, ohne Parteibuch. Und mit mittlerer Reife kommt er dann als Partei auch zunächst nur mal die SPD in Frage. Ja, der Hechtfischer, der kommt aus ganz kleinen Verhältnissen. Sein Vater war subalterner Schrankenwärter in Schossenreuth und dann hat er eine Lehre gemacht als Betriebsschlosser. Dabei wäre es wahrscheinlich auch geblieben, hätte ihn sein Vater, dieser Schrankenwärter, nicht rigoros in die SPD reingedeut. Dann ging schlagartig bergauf. Mit der SPD im Rücken, der Hechtfischer hat eine Bombenkarriere gemacht an sich für seine Verhältnisse. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die parteipolitische Karriere vom Hechtfischer noch zusammenkriege. Das ist abenteuerlich. Hab damals schon Jahre gebraucht, um das auswendig zu lernen. Aber ich kann es mal probieren. Gerd Hechtfischer tritt in die SPD. Moment, das machen wir anders, dann können Sie sich das besser vorstellen. Nicht, dass ich das unter Umständen nochmal erklären muss. Das wäre mal Gerd Hechtfischer, kann man sich die Sache leichter vorstellen. Gerd Hechtfischer tritt in die SPD ein, zu Beginn praktisch ist sein Leben den Rest kümmern und schlagen, der ist uninteressant. Gerd Hechtfischer tritt in die SPD ein, passen Sie auf, bereits ein halbes Jahr später absolviert er im Gewerkschaftszentrum in Sprockhövel die höhere Gewerkschaftsreife und lernt dort am Arbeitnehmer-Swimmingpool Eva Kowalski kennen. Eine damalige stellvertretende Hauptgeschäftsführerin bei der IG Papier Keramik im Referat Lohngleichstellung für Frauen. So, die beiden sofort geheiratet und Gerd Hechtfischer nannte sich auf der Stelle Gerd Hechtfischer Kowalski. Aber nicht aus Rücksicht auf seine Frau, sondern auf Anraten der Parteigenossen. Kowalski klingt einfach mehr nach Arbeitervergangenheit. Mit diesem Namen Kowalski und der SPD im Rücken ging schlagartig weiter bergauf. Bereits ein halbes Jahr später ist der Hauptgeschäftsführer der Falken im Bezirk Unna Nord. Halbes Jahr später schon wieder stellvertretender Hauptgeschäftsführer bei der Arbeiterwohlfahrt im Referat Alteneinrichtungen. Kurz darauf Protokollführer der SPD-Ratsfraktion in Berghammen, schließlich sogar Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion in Berghammen. Und dann passierte überhaupt erst der entscheidende Karrieresprung. Er wurde nämlich an einem 5-Sterne-Postenkarussell beteiligt mit der Garantie des gemeinen Eigennutzes. Folgendes war passiert, jetzt wird es kompliziert. Sein ehemaliger Hauptgeschäftsführer bei der Arbeiterwohlfahrt, wo haben wir denn jetzt, hier ist er, war als Bundestagskandidat für Bonn auserkoren worden, hatte doch die Sache kurzfristig ganz anders überlegt, wollte doch plötzlich lieber Stadtdirektor von Berghammen werden, mit der kurzfristigen Perspektive stellvertretender Vorstandssprecher bei der Westdeutschen Landesbahn in Düsseldorf. So, das hätte man natürlich jetzt in der Kürze der Zeit im einfachen SPD-Wählervolk überhaupt nicht erklären können. Also ließe sich, damit keine dummen Fragen auftauchen, bei der Wahl zum Schein aufstellen, wurde aber dann bei der entscheidenden Wahl, wie parteiintern übrigens gar nicht mehr anders erwartet, natürlich nicht gewählt. Die Stimmen für diese hochkomplizierte Nichtwahl hatte man sich vom linken Lager des SPD-Unterbezirks Berghammen damit erkauft, dass der Führer der Linken dafür Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion in Berghammen wird, mit der kurzfristigen Perspektive Hauptgeschäftsführer des städtischen Fremdenverkehrsamtes und des Referats Städtepartnerschaft, bei dessen Frau so gerne reist. Die Stimmen für diese hochkomplizierte Nichtwahl hatte man sich vom rechten Lager des SPD-Unterbezirks Berghammen damit erkauft, dass der Führer der Rechten im Ausgleich dazu Hauptgeschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft wird, falls gewünscht, auf Lebenszeit. So, bei dieser entscheidenden Wahl, oder besser jetzt gesagt Nichtwahl, wurde dann, wie Parteien dann übrigens nicht anders erwartet, ein Überraschungskandidat aus dem Hut gezogen. Es ist, Sie kommen drauf, Gerd Hechtfischer Kowalski. Der sich aber seit einiger Zeit nur noch Kowalski nennt, aber wie gesagt, nicht aus Rücksicht auf seine Frau, sondern auf Anraten der Parteigenossen. Kowalski alleine klingt einfach noch mehr nach Arbeitervergangenheit. Und dieser Gerd Kowalski wird nun, wie parteiintern übrigens, nicht anders erwartet, unter dem Applaus aller Delegierten natürlich einstimmig gewählt und opfert sich für Bonn. Nach einem halben Jahr lässt er sich von Eva Kowalski wieder scheiden, weil er den Namen nicht mehr nötig hat und sitzt seitdem wieder als Gerd Hechtfischer, als typischer Hinterbänkler im Westdeutschen Bundestag in Reihe 17, Platz 36. So, das war Hechtfischer. Ich stehe heute Nachmittag mit dem Hechtfischer auf dem Münchner Westfriedhof am offenen Grab vom Hans Hochdeckel. Sag mal, Hechtfischer, du Pfeife, wo warst du eigentlich in Leipzig? Hast du vergessen, ich sollte Unterhaltungsredakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk werden? Das war doch euer Plan. Du wolltest mir doch helfen bei deinen SPD-Beziehungen. Komm, Hausen, halt die Schnauze, die hören doch hier alle mit. Mir doch scheißegal, wer hier mithört.
Ich will wissen, wo du warst, wo du mir helfen mit deiner SPD-Beziehung. Komm, das halt endlich mal die Fresse! Bei mir ist im Moment auch die Kacke am Dampfen. Die wollen mich aus der SPD rausschmeißen. Ich erkläre dir später alles, aber auf keinen Fall jetzt. Wir fallen doch hier auf. Der Priester schaut schon rüber zu uns. Der Priester, das war überhaupt die Nummer des Nachmittags. Der sprach die ganze Zeit über Automorbilität. Gottes Mühlen meine langsam und die Letzten werden die Ersten sein. Und du sollst nur so schnell fahren, wie dein Schutzengel fliegen kann. Welt, Tod, Teufel, Auspuff, Hölle, Gaspedal. Lass mich in Frieden, ihr habt bei mir keinen Anteil. Und Teufel, willst du mich nicht leben lassen, so sterbe ich. Es soll dir aber nicht gelingen und schlägst du mir den Kopf ab, so schadet's nicht. Ich habe einen, der würde mir wohl wieder aufsetzen. Ja, von wegen. Sowas ist immer leichter hergesagt. Dem Hans Ruppdeckel muss es den Kopf hier direkt abgeschnitten haben. Weil der hing nur noch ein bisschen an der Wirbelsäule. Das war nur möglich, weil hier ein Rest Nackenmuskel vorhanden war, der aber seinerseits wieder nur an einem kleinen Stückchen Hautfetzen etwas baumelte. Also in diesem Fall gab es wirklich nichts wieder aufzusetzen. Das kommt daher, weil der Hans Ruppdeckel seinen Sportwagen hat extra immer noch mal tiefer legen lassen. Der muss praktisch als erstes mit dem Hals durch die geschlossene Windschutzscheibe an diese scharfe Unterkante von dem LKW-Kasten geklatscht sein. Weil der Schnitt so sauber war, hat man ganz selten sowas. Die Ärzte am Leipziger Klinikum konnten sich gar nicht satt daran sehen. Und zwar noch bevor die Kühlerhaube von seinem Porsche überhaupt Kontakt aufnehmen konnte mit dem LKW-Fahrgestell. Ich komme deshalb drauf, weil ich merkwürdig weiß, hier sein Airbag nicht aufgeblasen hätte. Das ist doch hier eingebaut, nicht hier oben. Zack, war sie weg, die Birne. Völlig sauber durchgedämmt, ohne Fransen, wie gemalt. Zack, war sie weg. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, in Ewigkeit, Amen. Was? Warst du schon wieder? Geht ja immer schneller mit den Beerdigungen. Konnte noch gar nicht richtig heulen. Ja, der Hans Ruckdechel, der Hechtwisch und ich, wir waren wirklich echte Freunde. Der Hans Ruckdechel, da waren wir 11 Jahre alt, hätte sich einmal beinahe die Fingerkuppe durchgeschnitten, als wir Blutsbrüder geworden sind. Mit dem Fadenmesser, zack, er hat schon irgendwie immer mit den sauberen Schnitten gehabt. So rein hier, da baumelte das Ding da so rum da. Gott, damals hat man ein bisschen Gras rumgewickelt, in dem Alter wächst das zusammen, aber jetzt mit 50 ist praktisch kein Schuss. Tja, Blut musste fließen, schon immer beim Ruckdechel. Auch noch, als er für die CSU im Westdeutschen Bundestag saß. Er fuhr einmal pro Jahr konsequent in seinen Wahlkreis nach Schossenreuth zum öffentlichen Blutspenden. Kamphausen, hat er mir zu mir gesagt. Kamphausen, ich sagte mal was Kamphausen. Blutspenden kommt bei den Wählern hervorragend an. Blutspenden und Freibier, das ist die beste Kombination. Das bringt auf die Dauer mehr Wählerstimmen als 20 politische Reden im sogenannten Hohen Haus. Tja, so ist er jetzt allerdings auch gestorben, der Hans, beim öffentlichen Blutspenden auf der Autobahn. Aber Schwamm drüber, hat im Grunde in seinem Leben alles erreicht, was er wollte. Der Hechtfischer auch hat eine Bombenkarriere gemacht. Bei mir war es wesentlich komplizierter. Ich wusste nur eins, du wirst auf keinen Fall jeden Tag in die Fabrik latschen, also mach Abitur, koste es, was es wolle. Und das hat gekostet, hauptsächlich meinen Eltern. Dann ab zur Bundeswehr, 5. Gebirgsjäger Bataillon 232 in Berchtesgaden Strub. Das liegt etwas oberhalb vom Berchtesgaden, aber einen sehr schönen Blick darüber zum Obersalzberg, landschaftlich hervorragend gelegen, die Bude. Kann man sich also nicht beschweren. Und stand ich immer so gelangweilt auf dem Kasernenhof rum, ein bisschen ins Gebirge da reingeklotzt. Können Sie nicht grüßen? Was ist los, du Arschloch? Entschuldigung. Schon war ich degradiert vom Obergefreiten zum Gefreiten, aber es ging noch weiter runter. Nach 15 Monaten wurde ich wieder so entlassen, wie sie mich eingekastelt hatten, als gemeiner Jägerarsch. Wegen unterlassener Hilfeleistung, so ein Blödsinn, unterlassener Hilfeleistung. Da war Folgendes passiert, zwei meiner Stubenkameraden hatten dem UVD, dem Unteroffizier vom Dienst, mit dem Kehrbesen den Scheitel auf die andere Seite rüber verlegt, ja. Das ist gar nicht mal so einfach mit dem Kehrbesen, ja. Und ich stand halt so unbeteiligt dabei, was hätte ich denn machen sollen? Wieso hätte ich denn den beiden noch helfen sollen? Die waren ja schon zu zweit. Blödsinn. Naja, dann war die Frage, was studierst du jetzt? Ich wollte mich da nicht unnötig vorzeitig festlegen. Hätte ich ja gleich Arzt oder Rechtsanwalt werden können. Oder Lehrer. Ach, dachte ich, nee, Lehrer, das hat noch Zeit. Da sitzt du dann womöglich mit 30 Jahren schon im Einfamilienhaus, den Tappert-Wohnwagen in der Doppelgarage drinstehen und an der Wand neben dem Außengrill das alte Wagenrad da hängen. Dachte ich, nee, das hat noch Zeit. Naja, und dann war alles zu spät. Dann blieb ja nur die Kunst übrig und darf ja auch jeder. War aber auch konsequent, denn meine Vorbilder als Schüler waren schon immer Künstler gewesen. Juliette Gréco. Tja, Sie lachen, so hießen die damals, ja. Sartre, auch schon tot, schade.
Ich bin 3 Jahre lang, obwohl er gekratzt hat wie die Sau, weil es damals noch kein Lenor gab, bin ich mit dem schwarzen Rollkragenpulli rumgerast. Habe gelitten für meine Einstellung, hatte immer Aufschlag, Junge. War reiner Nihilist. Nichts anerkannt, weder die Existenz Gottes noch die von irgendwelchen Mathematikformen. Er hat schon mal alles abgelehnt, schon mal grundsätzlich schon mal. Damals dachte ich auch noch, Kunst kommt von Können. Gut, es mag ja sein, aber auf dem Arbeitsgebiet, auf dem ich mittlerweile tätig bin, als Autor für die Fernsehvorabendunterhaltung, ne. Da kommt Kunst eher von Kennen. Kennst du erstmal die richtigen Leute, musst du umso weniger können. Und kenne dich dann erstmal die richtigen Leute, musst du im Grunde nur noch deinen Kontostand kennen können, von mir aus dann. Wo ist denn diese Pfeife von Redakteur hier? Wahrscheinlich hockt er schon wieder in der Eifel in sein Ferienhaus. Furchtbar ist das. Ganze Woche hockt er in der Eifel im Ferienhaus. Für 9 Mille brutto. Anstatt dass er sich irgendwie in Köln Unterhaltungssendungen einfallen lässt, hockt er im Ferienhaus in der Eifel. Einmal pro Woche kommt er, mittags, um Freitag, Mittag. Eine Stunde Post abholen, dann muss er zu Tisch. Zack, schon ist er wieder in der Eifel. Ich bin mir aufregend über sowas. Was soll ihm denn der Einfall, der Eifel Unterhaltungssendung, der Missbauer von Euskirchen in 670 Folgen oder was? Züchte der Cocktailtomaten in der Eifel. Also Unterhaltungssendung, der Cocktailtomaten in der Eifel. Ist sowas nicht in Ordnung, oder? Wenn er Kartoffeln anbauen würde, würde ich nicht sagen, er muss Cocktailtomaten anbauen. Dass er den Beil reinhauen, da springen sie weg, die grünen Schuss hat er, oder? Da läuft ja schon wieder irgendwas total an mir vorbei hier. Da ging es mir als Ghostwriter vom Hans Ruckdeschel wesentlich besser. Ich wusste immer, was der Ruckdeschel wollte. Immer. Außerdem mit dem Ruckdeschel konnte man sich hervorragend streiten. Ich habe ihn immer ein bisschen provoziert. Einmal, das weiß ich noch ganz genau, da sollte ich für ihn eine Wahlrede schreiben. Das Thema war Freiheit. Da brüllt er mich an, sag mal, Kamphausen! Das war ein Vollknaller! Kamphausen, das Thema hieß Freiheit. Aber ich lese hier dauernd was von Freiheiten. Das ist doch viel zu konkret. Kamphausen, das musst du dir gleich merken, das Wort Freiheit, das kommt bei mir nur im Singular vor. Sonst steht man am Ende noch so ein blöder Wähler auf und fragt mich, Herr Fuchs, für den Druck, welche Freiheiten im Einzelnen meinen Sie denn? Kamphausen, dann haben Sie mich! Kamphausen, du Vollidiot, du kannst doch hier nicht schreiben, jeder hat das Recht, seinen Arbeitsplatz frei zu wählen. Das sollte ich einmal sagen. Da steht man sofort da unten wieder so ein blöder Wähler auf und sagt zu mir, Herr Volks für den Ruckdeschel, das klingt ja wunderbar, aber was nützt mir das bitte schön, ich bin seit 6 Jahren arbeitslos. Kamphausen, schon haben Sie mich wieder. Dann kommt alles raus. So, Ruckdeschel, schreiben wir nicht so blöd rum, Herr, pass mal auf, ich glaube, das hast du gar nicht gemerkt. Ich habe nichts anderes gemacht, als nur ein bisschen aus dem Grundgesetz abgeschrieben. Ja, Kamphausen, du immer mit deinem verdammten Grundgesetz. Damit kannst du mich jagen. In deinem blöden Grundgesetz, da steht noch mehr von dem Mist drin. Da steht auch der Satz drin, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, hervorragend formuliert, kann von mir aus auch da stehen bleiben. Kamphausen, aber man muss Folgendes wissen, in der Praxis nicht durchführbar. Deshalb muss immer dahinter stehen, das Nähere regelt ein Gesetz. Verstehst du, Kamphausen? Und im Zweifelsfall das Gesetz des Marktes. Ja, meine Damen und Herren, das waren die ersten 20 Minuten nach dem Stück Finish. Müssen wir Schluss machen, ich darf Sie nicht ganz vorstellen. Das geht dann. Das geht dann noch weiter. Das geht dann noch 2 Stunden weiter. Das kann ich jetzt nicht alles im Einzelnen erklären. Es ist nur so im Kurzdurchgang vielleicht. Also mit der Karin haut es wahrscheinlich nicht mehr ganz so hin, weil sich herausstellt, dass Kamphausen eine Freundin im Osten hat, die heißt Katrin. Er hat kennengelernt bei der Beerdigung von seiner Großmutter auf Rügen. Damals stand die Mauer noch und jetzt droht sie nach, in den Westen rüberzukommen. Übrigens, dieser Plan von Ruckdeschel und Hechtfischer, Kamphausen sollte Unterhaltungsredakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk werden. Sie hätten das von den Parteien ja voll im Griff, das klappt nicht. Wieder eine, das haben wir mitbekommen, der knallt gegen den LKW. Und Hechtfischer kommt erst schon gleich überhaupt nicht, weil er muss sich um seine eigene Parteikarriere kümmern. Am Ende stellt sich raus, Hechtfischer wird zum Schluss Hauptgeschäftsführer beim nordwestdeutschen Lottoblock in Düsseldorf, bekommt einen Versorgungsposten, weil er immer nur an allem rumgemeckert hat. Ganz schlimm wurde es jetzt bei dem Asylkompromiss, hat immer so dumme Fragen gestellt, in der Art, ob es stimmt, dass Oskar Lafontaine zusammen mit Roberto Blanco beim Saarländischen Rundfunk eine Spielshow moderieren soll mit hübschen Asylbewerberinnen, wer gewinnt, darf hier bleiben. Da hat er so einen Quatsch darüber gemacht.
Oder ob es stimmt, dass der Reich Ranitzky die Biografie vom Engholm schreiben darf, wenn er die Rolle von Günter Grass in der SPD einnimmt. Oder so ein Quatsch. Und haben Sie ihm die rote Karte gezeigt. Jedenfalls das Häuschen, das Kamphausen von seiner Großmutter auf Rügen geerbt hat, das bekommt dann Dietmar. Weil Kamphausen hat bei Dietmar, bei seinem Steuerberater, der ihn auch nach Bombay geschickt hat, 30.000 Mark Schulden, die er nicht zurückzahlen kann. Stellt sich aber dann zum Schluss raus, dass das Häuschen gar nicht der Großmutter von Kamphausen gehört hat, sondern hat sich mittlerweile ein Metzgermeister aus Haaren gemeldet und auch noch der eigentliche, der rechtmäßige Besitzer, ein Nachfahre von Levi Silberstein aus Tel Aviv. So, jedenfalls, Kamphausen hat zum Schluss keine Schulden. Wie es weitergeht im Leben, wissen wir nicht, das wissen wir alle nicht. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Wer es nochmal nachlesen will, es gibt den Text auch bei Kiepenheuer und Witsch, der Schlappe 13x20, so ein kleines Taschenbuch und so weiter. Danke ganz herzlich. Danke der Jury, dass sie mir diesen Preis hier gegeben hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend mit den Kolleginnen und Kollegen. Schönen Abend. Stell dir vor, es gibt in der Nachbarschaft einen schrecklichen Krieg. Und nicht nur keiner geht hin, sondern dieser Krieg interessiert unsere in der Vergangenheit so leicht erregbaren Kriegsgegner gar nicht. Als es in Europa noch keinen Krieg gab, da hat sich unsere Friedensbewegung mächtig ins Zeug gelegt. Jetzt aber, wenn schon seit 2 Jahren 6 Stunden Autofahrt von München entfernt, ein mörderischer Eroberungskrieg tobt, sind unsere Friedenskämpfer mäuschenstill. Als noch vor 3 Jahren alle Feinde des Friedens und des Fortschritts ausschließlich aus den kapitalistisch-militaristischen Ländern kamen und kein einziger aus den sogenannten friedliebenden sozialistischen Staaten, war es natürlich viel einfacher, den Feind zu benennen. Das waren noch Zeiten, als bundesdeutsche Professoren und Dichter sich vor den Toren amerikanischer Kasernen auf deutschem Boden mit der Polizei ihre Ersatzschlachten für den Frieden in Afrika, in Asien und in Lateinamerika lieferten. Das ist alles nicht von mir, das hat Ota Filip geschrieben, ein in Deutschland lebender tschechischer Schriftsteller. Und es gehört auch vielleicht gar nicht hierhin. Vielleicht schon gar nicht heute Abend. Außerdem hat es in der Welt gestanden und nicht in der Taz. Aber gut, ich gehöre ja auch dazu, ich tue ja auch nichts. Frage, wie komme ich jetzt wieder aus dieser ernsten Geschichte raus? Ich habe ja eine Prothese, ich weiß nicht, ob Sie das schon gemerkt haben. Es gibt Kollegen, die sagen, du sprichst besser denn je. Also oben, also nicht im Kopf, sondern was die Zähne betrifft. Aber ich muss sagen, schon länger übrigens. Wir kommen zusammen wunderbar aus, meine Prothese und ich. Wir sind ja aufeinander angewiesen und jeder kommt dran. Jeder Auge um Auge, Zahn um Zahn, heißt es schon in der Bibel. Es ist auch schön, wenn so gut was zusammenpasst und ich habe auch gar keine Last mit gehabt, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Also der ganze Kram ruckzuck raus, Prothese rein, fertig war der Lack. Nein, man muss da, glaube ich, einfach mitarbeiten. Dental, mental, sage ich immer. Nicht nur beim Tennis, dental, mental. Man muss sich öffnen, der Mensch muss sich öffnen. Also den Mund öffnen und wie eine gebratene Taube die Prothese, die Vollprothese annehmen. Voll annehmen, die Prothese. Ja, sicher, das ist die Akzeptanz, die das Leben ausmacht. Da hilft wirklich kein Heulen und kein Zähneklappern. Da muss man einfach, da muss man einfach innovationsbereit sein. Da muss man vor allem assimilationsfähig, nicht wahr? Dann klappt das wie geschmiert. Neulich ist mir die Prothese in 2 Teile gebrochen. Und zwar bei einem herzhaften bisschen ein knuspriges Brötchen. Das gibt's ja auch schon selten. Also knusprige Brötchen, das ist ja. Also wissen Sie, wo die Krümel beim Beißen so wegspritzen, als kämen sie aus einer Schrotflinte. Also so, nicht wahr? Alle 2 Jahre höchstens trifft man doch mal so auf so ein Brötchen. Da war ich in der Schweiz und da hat mir die Prothese ein Dentallabor mit Hilfe eines Freundes schnell wieder zusammengeleimt und hält jetzt länger, als die Prothese ahnt. Aber das wollte ich Ihnen eigentlich gar nicht erzählen. Ich weiß ja nicht, was Sie davon halten. Ich bin ja ein anhänglicher Mensch und ich hänge an meiner Zahnbürste. Auch wenn die Borsten schon wie ein niedergepeitschtes, blondes Kornfeld aussehen.
Das ist natürlich nichts für Professor Best aus dem Fernsehen. Das kennen Sie ja. Den kennen Sie bestimmt. Der hat immer so die Lippen rot überschminkt, nicht wahr? Und sagt immer, wie wichtig doch so eine biegsame, elastische Zahnbürste sei. Hat immer so einen weißen Kittel an, also wo Sie den wieder aufgelesen haben. Also, Herr Professor Dr. Best. Nicht wahr? Ich lache mich kaputt, wenn ich den sehe. Und wenn ich dann an meinen ausgeleierten, breit geschrubbten Zahnfeger denke, dann den mit dem blauen Griff, meine Frau hat eine Zahnbürste mit dem roten Griff, ich mit dem blauen Griff, aber meine Frau hat auch eine elektrische Zahnbürste, da ist kaum eine Bürste dran, das ist ja wohl das Faulste vom Faulsten, sage ich immer. Ja. Da hält man die Bürste still und der winzige Haarbesen bewegt sich. Es gibt aber auch schon welche, da bewegen sich die Zähne. Also es ist da bleibe ich lieber bei meiner uralten Landsknechtszahnbürste, die mit dem ausgefransten Mittelscheitelformat, nicht wahr? Denn die Zahnpasta wird mit so einem elektrischen Ding ja auch nicht besser. Allerdings, und das wollte ich eigentlich gerne loswerden, meine Frau, die umsichtige, herzensgute, beste Stützer meiner Gesellschaft, was tut sie? Sie geht hin und kauft alle 3 Monate eine neue. Ja, und wirft die alte Lieblingsbürste einfach weg. Einfach weg. Und ich muss, das ist bei mir wie ein Volkstrauertag. Und da habe ich mich nun endlich mit dem ausgelatschten Kiefernfeger angefreundet. Schon muss ich wieder von vorne anfangen, nicht wahr? Nee, also das, aber trotzdem, meine Freunde sagen immer von Zeit zu Zeit, du sprichst besser denn je. Na schön. Den Deutschen Kleinkunstpreis. Ja, das sind so Übergänge, da kann ich auch nichts für. Also, das ist so. Die gibt's im Leben.